Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Mittwoch und wir kaufen heute mal ein, denn wir waren ja 2 Tage unterwegs. Habt ihr ja schon mitbekommen. Dann werden wir später vielleicht noch zu Obi fahren, denn wir haben eine Tür bestellt für den Spinnenraum. Da ist ja jetzt so was Provisorisches, wo die ganzen Viecher reinlaufen und wir uns nicht mehr trauen, da reinzugehen. Und da wollen wir jetzt die gleiche Tür reinmachen, die davor ist. So eine Kellertür. Und ich glaube, das kriegen wir auch selber hin. Das kann ja nicht so kompliziert sein, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich vorhin mit meinem Bekannten geschrieben. Der kommt nächste Woche ab Montag wegen der Tapete im Schlafzimmer. Wir haben ja Zeug gekauft, um selber die Tapete abzumachen. Wir haben wirklich 3 Stunden gebraucht für vielleicht 1,5 Meter zusammen. Also die Tapete ist, ich weiß nicht, was es ist. Es ist so gummimäßig. Da kann man wirklich 1 Zentimeter stückchenweise abziehen, weil das so fest da dran ist. Also das ist echt, ja, richtig krass. Also sie geht so schwer ab. Wir haben auch die Wand beschädigt, weil wir so ein bisschen geritzt haben. Das hat mir eine Zuschauerin geschrieben. Wahrscheinlich habe ich es falsch gemacht. So ging die Tapete wenigstens ein bisschen ab. Aber, also ich weiß nicht. Ich glaube, da muss irgendwas Professionelles drauf wahrscheinlich vom Zeug, also vom Mittel her. Ja. Und dann hoffe ich, dass das vielleicht nächste Woche vorangeht oder vielleicht fertig gemacht wird. Mal gucken. Ja, das Wetter ist heute so regnerisch, aber richtig frisch. Also es tut mal richtig gut. Vor allem zum Einkaufen ist es perfekt. Mein Bauch zieht seit ein paar Tagen, aber das sind keine Wehen oder so. Ich bin jetzt in der 27. Schwangerschaftswoche und ich glaube, der Bauch ist halt zu schnell gewachsen. Deswegen tut mir die Haut hier weh. Wahrscheinlich reißt die im Moment oder so, wenn ich lange laufe, dann hier die Stelle tut dann richtig doll weh. Also ich denke mal, dass es bald reißen wird. Ja, aber ist nicht so schlimm, nur halt, wenn man halt lange läuft, so wie Europapark, das war jetzt nicht so praktisch. Habe ich euch ja schon im letzten Video erzählt. War halt ein bisschen anstrengend, aber ich wollte es nicht absagen, weil die Kinder sich so drauf gefreut haben. Und ich habe auch viel Pausen gemacht und ja, also war okay. Ich habe es ausgehalten. Meine Eisentabletten. Das ist von mir her. Hui. Super. Rollst du weg? Ich habe mal 2 Feigen mitgenommen. Gucken, ob Leonie sowas isst. Brot. Mit der App 99 Cent. Ja, lecker, was Neues. Limited Edition. Nehme ich mal mit zum Probieren. Verbaul trinken. Hatte Karl mal davor. Die Cornys sind nämlich im Angebot. Teddys? Koala? Da. Doch nicht im Angebot dabei. Das hat der Papa gekauft. Ein Apropos-Ball. Oh, unser Kopfball. Wow. Voller Körpereinsatz. Hier, mach mal langsam. Der Schreibtisch kommt übrigens weg. Den Schreibtisch kriegen wir. Eltern, Vorsicht, Papa kommt gleich wieder rein mit dem Einkauf. Ne, das ist der Lukas. Übrigens hat gerade die Frauenarztpraxis bei mir angerufen. Ich muss den Zuckertest nochmal machen, der war auffällig. Ich muss morgen um 7.30 Uhr in der Praxis sein, nüchtern. Ich darf nicht mal Wasser trinken. Nicht mal. Ja, gut, Zähne putzen. Ich muss ja Zähne putzen. Ich habe dir einen Ball gekauft. Apropos, hat sie gesehen im Schaufenster. Ja, aber dafür war der Bluttest, wo die ganzen Krankheiten getestet werden, unauffällig, Gott sei Dank. Ich
dachte schon, da ist irgendwas, weil die haben schon gestern versucht anzurufen und ich dachte, das war wieder das Fitnessstudio. Deswegen bin ich nicht rangegangen. Ja. So. Einkauf. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Please. Lukas, das ist kein Fußball. Doch. Hey, doch, das ist ein Fußball. Nein, doch. Das ist ein Apropos-Ball. Ja, aber Fußball. Nee, das ist ein ganz viele Eier. Und ganz viel Eier essen. Ich habe auch Bacon mitgenommen. Ich hatte mir voll Lust auf Ei mit Bacon, als ich die Eier gesehen habe. So, noch ein Futter. Ich weiß nicht, ob ich oder Papa. Und Wurst. So, wir räumen hier jetzt die Sachen weg und ich habe jetzt fürs Mittagessen schon alles rausgeholt. Wir haben nämlich so geschnetzelt, das geht auch. Können wir das schaffen? Ist schon durch hier. Achso, ich soll weiterspielen? Achso, ja, Entschuldigung. Rind mit Bohnen. Da muss die Selina alles wegräumen. So, und los. Brokkoli und Spätzle dazu. Genau. Ja. Oh. 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 Bohlen. Ach so, nur Bohlen. Ja, Bohlen hätte ich auch Bock drauf. Selina? Ja. Du ja nicht so. Ich habe mir jetzt den Erdbeeren geholt. Ja. Das hatten wir schon mal. Das ist richtig lecker. Obwohl das Rindfleisch ist, wird es schnell weich. So. So, da war ich jetzt im Baumarkt gefahren. Musste erstmal gucken, ob er die Tür reinkriegt ins Auto. Wenn ich, dann müssen wir so einen kleinen Transporter nehmen oder unseren Bekannten fragen, der hat ja Transporter. Und wegen der Tapete hat der Roy gesagt vorhin, wenn wir sowieso Chemie drauf machen müssen, weil die so hartnäckig ist, die Tapete, holt er das selber und versucht es selber mit dem Zeug, mit dem Tapetenlöser. Ja, er hat wohl gegoogelt, das ist nicht schädlich. Ich hab da irgendwie ein bisschen Schiss. Habt ihr da Erfahrung, sagt ihr? Ist es schädlich oder nicht schädlich? Könnt ihr mir gerne schreiben, ey. Ich kenne mich da nicht aus. Nee. So, ich sortiere meine Tabletten und schneide das Video. Der Roy macht gerade das Zeug für die Tapeten fest. Fertig. Und anscheinend ist es nichts Giftiges. Er hat extra gefragt bei Obi. Das ist alles natürliches Zeug. Und was Fettiges. Ja. Und wir können auch danach im Schlafzimmer schlafen. Hat er auch extra gefragt. Hoffentlich funktioniert es damit. So, ich muss meine Tabletten erstmal hier sortieren. Mein Eisenwert war nämlich auch nicht gut. Da habe ich wahrscheinlich vor dem Zuckertest eine Tablette vergessen zu nehmen. So, ich mache jetzt was Spezielles. Auch mit den Kindern abgesprochen. Sie waren einverstanden, ne? Ein Putzplan. Ich habe ja hier diesen Plan von der Michaela noch. Ich glaube übrigens, wollte mich die liebe Michaela gestern testen. Hat mich nämlich verlinkt und empfohlen. So, so lieb von ihr. Gestern im Vlog und hat mir nichts Bescheid gesagt. Ich glaube, sie wollte testen, ob ich ihre Videos gucke. So, Lukas hat hier Zeug drauf gemalt. Muss ich erstmal weg. Musst du im Schrank gucken, ich glaube nicht. Ja, ihr wisst ja, Michaela und ich schreiben oft, telefonieren oft und verstehen uns gut und deswegen unterstützen wir uns gegenseitig. Deswegen verlinke ich sie natürlich auch in meiner Infobox und empfehle sie. Die Michaela ist nach Ungarn ausgewandert und es ist echt spannend zuzugucken. Ja, wir haben ja diesen großen Speiseplan auf dem Kühlschrank und Michael hat mir mal diesen hier geschickt. Das ist einfach nur kleiner und das eignet sich perfekt für einen Putzplan. Das mache ich jetzt auch. Heute ist am Mittwoch, deswegen zählt der Putzplan dann erst ab Montag. Das muss ich mir überlegen, wer was macht. Und dann macht jeder irgendeine Aufgabe, zum Beispiel Spülmaschine ausräumen, eine Woche lang der Lukas. Und ich räume ja immer ein, weil die Kinder sich ekeln. Oder zum Beispiel die Treppe saugen oder ich muss mir mal überlegen. Ja, genau. Das ist doch eine gute Idee, oder? So, die Wäsche ist fertig. So, alle verschwitzt. Papa am meisten. Der hat tatsächlich
eine ganze Wand geschafft. Ich zeig's euch mal. 3 Stunden. Ich habe jetzt hier alles gestaubt, gesaugt. Das fliegt überall rum. Das ist so, alles abgesagt. Bett, unterm Bett, komplette Zimmer. Möbel gewischt, weil dieser Feinstaub, schrecklich. Puh, ja, gewischt habe ich auch noch. Jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis. Morgen macht er weiter, kann ich mehr. So. Moment, ich gehe mal hier rüber. Komplette Wand hat er geschafft. Da, das Stückchen muss noch ab. Das haben wir zusammen gemacht. Da haben wir die Wand ein bisschen beschädigt. Ja, Gott sei Dank ist es aber hier nicht so. Und morgen dann die Wand und die. Dann ist es geschafft. Oh mein Gott. Ja, ich habe jetzt bis hier geputzt und da habe ich für morgen alles gelassen und hingestellt in die Ecke. Mir ist auch noch weiß. Jetzt. Roy hat Essen gezaubert. Haben wir gestern bei Aldi geholt. Ja, fast schnell, der ist ungesund, ist halt im Wasser. Die nächsten Portionen kommen noch. Und einmal mit Käse. Und Mayo, ne? Dazu. Ne, Remoulade habe ich gekauft, nicht Mayo. Muss man doch auch drauf machen. So, wir werden jetzt essen. Selina wollte nichts. Die war so oben Musik. Anscheinend heißt es so, morgen früh geht es dann wieder zum Frauenarzt. Ich nehme euch mit. Mein Akku blinkt. Ich hoffe, es geht jetzt nicht aus. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen um 11 Uhr wieder. Tschüss.